Hallo euch allen, da sind wir wieder beim Band NFL 19, immer noch in der Journey Cross Country unterwegs. 2018 antizipierte Matchups, die wir hier haben. Das neunte Spiel ist gegen die Green Bay Packers. Week 6, 49ers at Packers. 49ers Quarterback Jimmy Garoppolo will make his Monday Night Football Debut in a 49ers Uniform. He will also be facing against one of the best Quarterbacks in the game, Aaron Rodgers. This might be an offensive shootout with big plays and high scoring. Ja, hätte man vor der Saison so unterschreiben können. Dann hat sich aber der Running Back der 49ers verletzt. Dann wurde es schon schwierig. Und dann auch Jimmy Garoppolo war out for season. Die 49ers, eines der schwächsten Teams in der Liga in diesem Jahr, spielen um den Number One Draft Pick eigentlich mit. Tja, und die Packers haben sich von mittlerweile McCarthy getrennt. Haben auswärts nicht ein einziges Spiel gewinnen können. Werden die Playoffs definitiv verpassen, also das haut nicht mehr hin. Haben die Vikings noch vor sich. Ich glaube nicht, dass sie da noch irgendwie reinrutschen können. Theoretisch bestehen ja noch Chancen, aber das haut nicht mehr hin für die Packers. Tja, Rodgers wird noch weiterspielen, hat ja im Sommer erst einen neuen Vertrag bekommen. Ich bin gespannt, wo die Reise in Green Bay hingeht, wer neuer Head Coach wird. Der Vorspann. Sanders Elliott, Ryan Shazier, Aaron Rodgers, David Bakhtiari und Davante Adams auf Seiten der Packers sind im Lambeau Field. Das Lambeau Field muss eigentlich Schnee liegen. Alles andere akzeptiere ich im Lambeau Field nicht. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben den Ball, haben einen ersten Versuch und 10. An einer eigenen 5-Yard-Linie, na hurra, liegen mit 2 Punkten hinten, 14 zu 16. Nur noch 1:30 im vierten Quarter zu spielen. Wir haben noch zwei, die Packers, keine Auszeit mehr. Also wir müssen sehen, dass wir einmal über das ganze Feld marschieren. Nicht über das ganze. Field Goal würde uns ja reichen. Wir müssen aber erstmal sehen, dass wir hier von der 5-Yard-Linie wegkommen. Erster Versuch und 10. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich nehme den Tight End Drive, weil ich hier eine Option habe, auf die ich relativ schnell werfen kann. Und das ist der Tight End Swain, mein zweiter Tight End. Ich schaue mal, ob Johnson hier ein 1 gegen 1 hat. Das wird sehr spannend. Hat er nicht. Hier auf mein Tight End. Und hol mir ein neues First Down. Geh freiwillig ins Aus. Auch damit die Uhr anhält. Und ich weiß noch nicht, ob mein Tight End. Mein zweiter Tight End ist das ja. Neben Shannon Sharp. Ob der so gut ist, dass er den Ball auch so nach einem harten Hit festhalten kann. Deswegen lieber auf Nummer sicher. So, jetzt gehen wir auf eine ganz normale Slant Route wieder. Owens und Johnson. Sharp ist meine Sicherungsoption. Ja, aber die ist so frei. Da muss ich gar nicht mehr gucken. Da werfen wir hin. 4 Yards Raumgewinn. Merkt, ich versuche das hier relativ ohne Risiko zu spielen. Drive-through Corner. Ja, mir reicht ein Field Goal. So, Owens geht hier in Motion. Ich schaue mal, ob Swain vielleicht frei ist. Leider nicht. Aber Terrell Owens. Neues First Down, wir gehen jetzt aus, Uhr bleibt stehen. Ich habe noch zwei Auszeiten, die kann ich mir verwahren, sollte ich danach irgendwie in größere Schwierigkeiten kommen, wenn es zum Ende hingeht. Level Sail. Ist immer gut zu spielen, gerade wenn der Ball auf der linken Hashmark liegt. Sharp und Elliott meine Anspielstation. Ich schaue ein bisschen auf, was Cooper macht. Los geht's, ja, Elliott. Oh, schwacher Pass. Ein hoher Pass war nicht das, was ich mir da eigentlich hätte erwünscht. Sonst hätte Elliott dann noch mehr Yards gehen können. 866 Hook. Ich schaue, ob Owens und Sharp frei sind. Achte natürlich auch stark darauf. Johnson, das sieht aus, als ob der Safety. Ob er Johnson ein 1 zu 1 gegen einen Cornerback hat. Und da sage ich natürlich Danke für. Und wir sind in Field Goal Range an der 29-Yard-Linie. So, wieder der Level Save, vielleicht hieß noch nicht mit einem hohen Pass. Es laufen die letzten 20 Sekunden runter. Sharp und Elliott meine Anspielstationen. Ich gehe auf Shannon Sharp. Und wir haben ein First Down an der 3-Yard-Linie. So, jetzt nennt mich einen Feigensack. Aber ich schicke meine Field Goal Unit aufs Feld.
Wir gehen mit 17 zu 16 in Führung. 4 Sekunden noch zu spielen. So, ich werde natürlich wieder einen Swipkick probieren oder machen, damit der Ball nicht vom Hauptreturner der Packers zurückgetragen wird. So, jetzt läuft die Zeit weiter. Schade. Eine Sekunde ist noch auf der Uhr und das gegen Mr. Aaron Raketenarm Rodgers. Da muss ich bei der Hail Mary, kann ich davon ausgehen, der haut das Ding von hier in die Endzone. Und fragt mal die Lions, fragt mal die Cardinals, was die Hail Mary-Fähigkeit eines Aaron Rodgers angeht. Nein, aber nur kurz und fast intercepted. Wir schlagen die Packers 17 zu 16. Bis zum nächsten Mal. Ciao.